Hallo meine Lieben, was ist ein Scooby-Doo-Band? Dies ist ein Scooby-Doo-Band, das habe ich geschenkt gekriegt von der lieben Siglinde. Das hat eine ganz, ganz kleine Öffnung und wenn ich dann große Nadeln habe, dann ist es ganz schön schwer, das Scooby-Doo-Band hier drauf zu legen. Es geht, aber das will dann auch wohl schnell ab. Jetzt war ich ja bei der lieben Marianne, ein bisschen Werbung für Marianne, aber unbezahlt und unbeauftragt. Jetzt habe ich mir die echten, die guten Scooby-Doo-Bänder gekauft. Da kosten 12 Stück 6,20 Euro. Und da seht ihr schon den Unterschied. Ist viel größer und passt schön weit drauf. Denn wenn man jetzt die Nadeln... Früher hat man ja einfach, oder man macht es heute noch, aber ich habe die schon ganz lange, ich habe die bestimmt schon ein Jahr. Und nun muss ich meine Maschen stilllegen und kann das nachher schön anprobieren. Schieb mir meine Maschen hier jetzt rüber. Na. Und da ist jetzt der Unterschied. Bei dem kleinen, feinen, da ging dieses hier immer schnell ab, aber jetzt brauche ich gar keine Angst zu haben, dass mir da irgendwas abflutscht. Nun kann ich meine Maschen von 74 muss ich stilllegen. Da mache ich das immer so. Hier seht ihr einen Knoten. Ich habe das dann immer ganz gerne so, dass ich meine Maschen dann jetzt hier drauf habe. Und ich will das Teil immer zwischendurch, mein gestricktes Teil, anziehen. Dann macht ihr das nicht so stramm zu, sondern ihr lasst die ganze Länge, dann hat man ja mehr Weite, dass man es anprobieren kann und man macht einen Knoten. Man sollte auch immer zwei machen, weil es sich schnell löst. So, nicht zu stramm ziehen, dann muss man es abschneiden. Ich lasse die immer ganz gerne so lang und die sind jetzt, haben jetzt so eine Länge. Ich kann mich auch, also eine Armlänge. Ich bin 1,63. Dann habe ich hier um so ungefähr 80, 90 Zentimeter, würde ich mal sagen. Ich würde die nicht verkürzen. Einige sagen auch, die würden davon zwei machen. Ich lasse die immer so lang. Weil mit der Länge kann man viel mehr anfangen. So, das war jetzt... mein Kameramann, mein Schatz, wir sind im Urlaub und ich wollte euch das eben zeigen, weil hier müssen meine Maschen auf dem Scooby-Doo-Band. In diesem Sinne, tschüss, eure Bärbel, bis dann, danke.